Machst das schon, oder? Du bist dran. Darf ich? Hab ihn. Also die Carbonemis ist gleich fertig. Die ist bei 98,6% jetzt. Hab Keks Und Cube plus die jetzt Dinosaurus ist sie gefressen. fertig. Sie ist fertig, sie ist fertig, sie ist fertig, sie ist fertig. Dann, die andere Rare Sighting ist auch soweit. Ja, der ist bei 41% jetzt. Okay, soll ich ja mal, ich gehe mal zu dir rüber, oder? Wo bist denn du nochmal genau? Weiter ins Landesinnere. Kann dir Ins helfen. Landesinnere, ja, hilf mir mal bitte. Du siehst ja meine Fackel. Du kannst auch einfach mit der Rare Sighting schon zu den Parkmauern laufen. Das könnte ich natürlich auch machen, ja. Dann muss ich dahin, in die andere Richtung, Ja. ne? Dann komme ich mit dir erstmal mit, So wenn das lange, bis Landesinnere ich da bin, gefährlich ne? ist. Die ist nämlich auch langsam, die Carbonemis. Carbonemis. Die hätten sie irgendwie auch bunt machen können, so. Ich finde das schon irgendwie genial, dass die überhaupt irgendwas auf dem Kopf haben kann. So, das ist echt verrückt, wie sie das hingekriegt haben, die Modder. Das wüsste ich jetzt nicht, wie man das macht. Naja, du erstellst halt einen anderen Skin, nimmst den normalen Skin von der Carbonemis und packst was Zusätzliches drauf. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen anders noch ist. Also ich weiß ja, dass die Tiere auch einen Hutslot haben. Und wahrscheinlich hat er einfach als dann einen Hut erstellt, der dann einfach als Teil des Tieres irgendwie mit dabei ist. Irgendwie, keine Ahnung. Also so rein technisch könnte ich es mir so vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Modder. Ich habe nur mal das Dev-Kit mir angeguckt und weiß ungefähr, wie die Tiere Oh nein, aufgebaut ich sind. werde gerade angegriffen von Von irgendwas. was? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht, es ist dunkel. Oh Gott. Ja, du kannst schon mal in die Richtung gehen, Shadow. Ich bin ja gleich bei den Parkmauern. Was? So, das ist Hab ich hier gerade einen Abfall gehört? Hallo. Hallöchen. Hallo. Ich höre hier Ganz wurde der Raptoren. Raptor wieder vor der Nase weggefressen von Petris. Hä? Nein, der Raptor geht ja auf die Carbonemis. Oh Gott. Ich gerade. Okay, der ist auch Ich fertig. hab ihn. Dann machst du dich am besten auch schon mal auf den Weg zu den Partnern und ich hole das Raft. Hier Wo war muss noch ich ein denn da Raptor jetzt hin? irgendwo. In diese Richtung. Oh, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach wieder zu, bitte. Richtung grüner Obelisk. Mal An lieber hier ein unserem Stückchen rüber. Haupttor befindet sich ein Babyzimmer. Oh, super. Oh Wir haben nein. sie schon vermisst. Versuch mal den zu tamen. In 14 Minuten könnte ich den Okari Provisum imprinten, theoretisch. Praktisch wird es nicht. Das wirst du nächste Woche noch machen können. Ja eben, Hoffe ich das wird doch wahrscheinlich nicht. angehalten. So, alles gut, es läuft doch nicht weiter die Zeit. Ach ja, einmal imprinten macht übrigens 100% bei den Rexen. Okay. Nur bei den Rexen? Den Spino konnten wir ja nicht imprinten, der war zu schnell fertig. Das war mal ein Manöver hier gerade. So, wir sind angekommen. Bäh. Woher? Bäh. Sehr Bring dein Nächster mal weg. Ja, will ich ja, will ich ja. So, nimmt jemand noch die andere Rare Sighting? Ich will ungern beide ziehen. Rare-zeitig. So, Wie viele haben wir jetzt heute eigentlich getankt? Ich habe Viele. keine Ahnung. Ich habe keinen Überblick, Ich ohne habe Scheiß. keinen Ich weiß nicht. Überblick. Wir haben Wir auf jeden haben Fall echt viele. viele gezählt. Ich weiß, dass ich zwei gezählt habe. Also wir hier in unserer Konstellation müssen eigentlich mindestens vier gezähmt haben. Ich hätte mehr Meine ich. gesagt. Wir haben Ich sag ja drei oder mindestens. so. Hallo? Oder Ich vier. habe Also zwei gezählt. Ja, aber insgesamt wir beide Wir halt, hatten, ne? glaube ich, vier Stück. Sag ich doch, vier mindestens. Wovon dann eins auch noch das von Ritzi und Nami war hier, die pinke, was auch immer das Ja! war. Carbonemis! Carbonemis. Wir haben doch mehr als vier getankt. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen jetzt. Ich meine Wir eigentlich auch, sehen es das müssten dann mehr als ja. vier sein. Was ist denn das einfach? Wie viele Punkte wir haben, sehen wir dann eh gleich im Session Talk am Ende. Deswegen bleibt dann auf jeden Fall noch dran, wenn ihr gerade den Livestream verfolgt. Und in der Folge wird das eh dann alles nochmal fertig ausgerechnet eingeblendet. Deswegen ist das jetzt kein Problem für euch, wenn ihr die Folge seht. Das ist jetzt nur für uns hier, weil wir es jetzt natürlich noch nicht genau wissen können, wer jetzt was gezähmt hat. Sehr gut. Ich wollte auch gerade die Kürze machen. Naja, doppelt Das ist. gemoppelt hält besser. Mal die Base, Wir werden es gleich sehen mit den Punkten, Dings wie hier viel wer aufbauen. hat. Denkt dran, die Carbonemis noch umzubinden. Ja, ich. Oh, Nami?
Ja. Jemand hat hier eine lila Crossbow mitgebracht. Ich habe übrigens einen Blueprint für einen Spino-Sattel, auch lila. Armor? 54, glaube ich. In der Smithy liegt die Kapitalisation. Wie wir das mit den Rexen gelöst haben. Die Unicorn Nemesis ist das jetzt. Ich habe hier eine pinke. Wir haben ein Einhorn. Wir haben schon überlegt, wenn wir die jetzt paaren miteinander, ob wir dann eine pinke Einhorn-Carbonemis kriegen. Wir haben ja noch so viele andere. Warte, welches Geschlecht hat die irgendwo? Einhorn? Einhorn hat, männlich. Ja. Oh, ist das die pinke ist weiblich. Ja, sauber, die kann man sogar verpaaren, nice. Ich glaube, alle anderen Schildkröten sind weiblich. Und wir haben ja noch einen. Helf bitte alles auf passiv, ne? Warum bleibt sie jetzt stehen? Bleibt einfach mal stehen. Wir haben sie mittlerweile viele. Ist der Futterdruck eigentlich noch voll? Ich habe übrigens ein paar Pinguine gefressen. Also nur ein paar. Also ich habe immer mal wieder Fleisch und Beeren reingepackt. Oh ne, das klingt super, mir jetzt noch gefolgt. Ja. Nein. Nami, könntet ihr noch von der pinken Einhorn-Carbonemis. Ja, das habe ich gerade gemacht. Pinke Einhorn-Carbonemis. Die habe ich gezählt. Ja, die Einhorn-Carbonemis haben wir gezählt. Die pinke hast du gezählt. Genau, so jetzt gucke ich mir mal an. Wo ist eigentlich die pinke? Ist das die hier? Die pinke. Ja, das ist die hier. Die pink Carbo heißt. Die ist aber so ein bisschen orange auch, ne? Und ach, gar nicht wahr, sie ist pink. Ja, obenrum ist sie sehr pink. Sie ist pink. Ja. Die hieß pink. Okay, pink. Ja. Das ist ja bloß nicht auf Diskussion mit Nami. Bei Nami hat noch mit Aufschreiben beschäftigt, weil ich noch so zu. Okay, Nami, komm, lass. Ignorier den Rest. Lass uns einfach los, die pinke Kabo nehmen. So, Moment, ich muss doch aufschreiben. Okay, lass mich mal kurz provisorisch zählen. Also, wir haben in Rugobs heute gezähmt. Wir haben. Ja, eigentlich müssten die doch alle noch glitzern, oder nicht? Na, wir nicht mehr. Also, das ist 1, 2, dann ein Stego, 3, 4, 5, die Ratte. Dann. Wir sind ein bisschen ausgerastet. Und noch ein Stego, oder? Hatten wir nicht zwei Stegos? 6. Das sind 6 mal 2 sind 12 Punkte schon mal, mindestens, die wir haben müssten, theoretisch. Das sind dann, nach meinem Adam-Riese sind das 82 Punkte, mindestens. Ah ja, Ritzi, Nami, hatten bei euch die ZOS-Leute auch so viel Scuba-Zeug dabei? Unter Vorbehalt mit den Punkten jetzt, aber wenn Lohns da... Wir haben nur Annie gefressen, die hatte nicht so viel dabei. Wir müssen also mal unter Vorbehalt gleich gucken mit den Punkten. Und zwar wird gleich in der Session, im Session Talk uns die richtige Punktzahl nennen, ne? Ganz klar. Also, können mehrere wir nicht einfach von den Schreibblock gucken? Steht das da nicht drin? Theoretisch. Ich weiß dabei, ob es rare ist, oder? Ah ja, gut, wir haben hier nur Rare. Wir haben ja nur das gezähmt. Theoretisch. 1, 2. Wie Zeit ist denn noch? 5 Minuten? Ach ja, ich pack jetzt mal 6, das. 7. Nee, wir 7. haben ja theoretisch auch andere Sachen getamed, die so da nebenbei umstanden. Oh. Zum Beispiel Rugobs Level 22 oder sowas. Okay, dann sind 7. Wahrscheinlich eher. 7, also ja, so ähnlich habe ich es ja jetzt auch schon so grob gezählt, ne? Mit 6. 6 bis 7, sagen wir es so. Werden wir eh gleich sehen, wie gesagt. So, jetzt muss ich mal schnell noch das Obsidian aus Ronda rausholen. Das, und das Gemüse, genau. Ich habe ganz viel Gemüse mitgebracht. Ja, wir brauchen wieder Veggie Bait, sehr gut. Korrekt. Da war nämlich ein riesiges Maisfeld, fast schon wie bei Dead by Daylight. Ey. Ich habe übrigens noch ein paar Matten-Baits gemacht. Matten ist auch gut. Matten, da liegt sich schön weich drauf. Sehe ich das gerade richtig, dass wir 234 Zuschauer haben? Alter, ja. Vater, ey. Ernsthaft? Danke sehr, meine lieben Freunde, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Der Wahnsinn. Ich dachte gerade, ich traue meinen Augen nicht. Also ich komme auf 11 Rare Sightings. 11? Ui. Das sind... Ach du Scheiße, das sind nicht wie Punkte sind das dann. Okay, Ja. Das sind 22 Punkte. Ich sehe ihn nur vorbeilaufen und denke nur... Oh nein. Kann ich hier das direkt mich schon... An bestimmte Dinge. Ach Scheiße, wir brauchen noch Kartoffeln. Dann könnte ich Veggie Baits machen. Ich pack mal ein paar von dem Gemüsezeug, packe ich ein bisschen was oben in den Elektrokühlschrank rein, ne? Oh Gott, wieder Zeugschrank einfach. Oh Gott, ich muss mal hier das ganze... Ich habe so ein bisschen von dem Blut, den ich gefunden habe, in den Zeugschrank geschickt. Ja, ja, ich sehe schon. Ich habe jetzt die restliche Zeit noch so ein bisschen genutzt, um zu sortieren. Und ja, so. Das ist gut. Da ist alles durcheinander ist. Also,
Das Obsidian habe ich hier jetzt schon reingepackt. Da könnten wir. Ah, gut. Schon, ist schon perfekt. Anrichten. Das können wir nämlich dann bei der Bausession gut gebrauchen beim nächsten Mal auf jeden Fall. Und hier ist auch noch ein bisschen Organik drin, theoretisch. Noch eine ganze Menge Matten. Das habe ich von den Pinguinen mitgenommen. So ein paar da wir jetzt gefunden. Ja noch 3 Minuten haben, ich gehe jetzt noch mal schnell ein bisschen Stein holen. Wir können jetzt ja nicht mehr los, es lohnt sich nicht mehr, jetzt irgendwas zu zähmen. Deswegen hole ich jetzt noch Steine. Sofort! Und Chemietisch ist doch noch Stein. Ist da noch ganz viel drin? Ja. Ne? Dann können wir da doch noch ganz schnell nochmal Cementing Paste anwerfen. Kannst ja per Pull-Menü gucken. Dann mache ich da jetzt nochmal Cementing Paste. Der Kühlschrank hat schon wieder Durchfall. Ich war's nicht. Ich war diesmal nicht dran. Nee, hier ist kein Stein mehr drin in der Chemistry Bench. Vorhin war da aber noch eine ganze Menge. Ja, warte mal, dann pull ich nochmal. Ich versuche nochmal zu pullen. Vielleicht ist hier noch irgendwo Stein. 6000 sind in der MR Ratsmissi. Da pull ich mal ein bisschen was rein. Da ist doch Stein drin. Ja, ja, alles. Da habe ich doch gerade reingepullt. Habe ich doch gerade gesagt. Oh. Zuhören. Nein! Doch! Nein! Ja. Nein! Aber doch! Aber nein. Aber wohl. Ich habe eine pinke Carbonine. Ja, das ist ganz toll. Wir sind auch alle ganz stolz auf dich, dass du das hast. Wie willst du die lila Arme haben? Wow, das trägt ja Ari? Überhaupt nicht. Nami, ja. Ich, was? Nochmal. Lass nicht, ich bin müde. Was, leg dich was doch hin und schlaf. Nein. Die Armbrust hier in der Smithy. Ja. Die ist lila. Wird jetzt ja. Ein bisschen gecroftet. Hol ich mir gleich. Oh, die sind immer noch fleißig am Zähmen, die anderen hier. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele Punkte dann die anderen haben. Wobei ich schon meine, dass wir heute in der Session die meisten Rare Sightings gezähmt haben, eigentlich so gefühlt. Ja, gefühlt schon. Aber gut, mein Gefühl täuscht mich des Öfteren auch mal. Wenn jetzt natürlich Toss alle anderen getämt hat oder Nachtschatten, dann könnten die auch. Wobei ich es den Nachtschatten schon mal gönnen würde, wenn sie alle anderen gezähmt hätten. Aber irgendwie glaube ich nicht so richtig dran. Ich auch nicht. Weil wir sind ja auch so ein paar direkt auf Zoss Insel gespawnt. Ja. So, das Polymer wird uns auf jeden Fall gute Dienste leisten, was wir hier dann haben. Da können wir auf jeden Fall mindestens eine Shotgun draus machen. Kriege ich endlich die Shotgun, die ich verdiene? Tja. Mach da jetzt das ganze Obsidian zu Polymer. Die ich verdiene? Echt? Ich hab vor wie vielen Sessions wollte ich mir eine Shotgun craften? Eigentlich schon Anfang an. Hat mir immer die Ressourcen geklaut. Und jeder hat dir die Ressourcen geklaut. Das Ding ist, du hattest am Anfang sogar eine eigentlich. Dieses scheiß Polymer brauchen wir halt für alles. Deswegen sage ich auch immer wieder, wir müssen Obsidian und Polymer farmen gehen. Das ist halt so. Na? Das brauchen wir für alles. Und ich war ja schon Polymer farmen in der letzten Session. Wo kam denn jetzt der her? Okay, hier geht's offensichtlich nicht weiter. War das jetzt schon hier wieder Ende? Krass. Okay, dann pull ich mal nochmal ein bisschen Stein hier rein. Dann machen wir noch ein bisschen Cementing Paste. Ich kann sogar noch mehr Stein pullen, aber dann ist Stein auch schon wieder Mangelware. Irgendwer hat hier ganz schlimmen Durchfall gehabt gerade. Also direkt schon mal für die nächste Bausession. Wir brauchen wieder Stein, wir brauchen Obsidian, wir brauchen Polymer, wir brauchen Cementing Paste. Das, was wir immer brauchen. Kann eigentlich jeder imprinten? Das ist eine Server-Einstellung, ob das jeder kann. Keine Ahnung. Sehen, ich weiß ja, weil ich brauche ja am längsten zum... Boah, muss man eben ein bisschen Sparkorder machen, dann kann dein Zement durchlaufen. Also das Polymer, was wir jetzt haben, müsste theoretisch schon für eine Shotgun reichen. Du könntest dir die vielleicht jetzt sogar schon machen. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Aber ich sehe gerade, wir sind gerade schon über der Zeit. Wir müssen uns mal... Oder sind wir über der Zeit? Ja. Dann lasst uns mal aufstellen und beenden. Dann machen wir das beim nächsten Mal gleich am Anfang. Sonst ziehen wir hier zu viel Zeit raus gerade. Direkt hier bei den Raptoren, würde ich sagen. Okay, ich hoffe. Jo. Ich. Zum Afro. Ach, hier ist ja der Drache. Oh Gott, Na toll.
Ja, das ist unser Admin-Drache vom Lone Star, natürlich. Wir haben damit nichts zu schaffen, der gehört nicht uns. Das ist Lone Star, unser Spectator, der macht gerade Fotobombing. Ich würde sagen, damit sind wir wieder am Ende dieser Session angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Reflink für G-Portal-Server, bei dem ihr 50% Rabatt auf Server bekommt. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Session. Bleibt noch dran, wenn ihr im Livestream dabei seid, denn jetzt gibt es noch den Session-Talk. Da finden wir dann noch genau raus, wie viele Punkte jeder hat. Und dann ist die Session jetzt zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.